Ja, herzlich willkommen zu diesem kurzen Blender-Tutorial. Blender sieht ja in den meisten Fällen, wenn man es neu startet, man hat sich schon ein bisschen zurechtgesetzt. Ich habe mir hier zum Beispiel einen Look-at-Point gemacht für die Kamera, dass die Kamera eben immer auf diesen Punkt fährt. Das ist auch gar nicht so einfach, weil man bei der Kamera gibt man dann ein Constraint mit Track 2, die trackt auf Look-at und da muss man einstellen minus Z und Y. Das ist standardmäßig nicht so eingestellt, die macht irgendwas, die Kamera nicht das, was sie soll. Also muss das so eingestellt sein. Dann kann man die Kamera auf ein Empty gucken lassen und diesen Empty habe ich umbenannt in Look-at und habe dem das Aussehen gegeben, eben dieser Kugel hier. Wenn ich den bewege, dann folgt die Kamera dem eben auch. Aber wenn ich jetzt hier Objekte hinzufüge bei den Meshes, da habe ich doch eine relativ geringe Auswahl von Meshes. Warum eigentlich? Da könnte doch viel mehr sein. Ja, okay, für viele Aufgaben ist es gar nicht schlecht, wenn da nicht so viel angezeigt wird. Und deshalb Blender ist eben unheimlich konfigurierbar. Deshalb geht man hier einfach über File User Preferences in dieses Fenster hier. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, weiteren Inhalt zu aktivieren. Und da haben wir hier zum Beispiel bei Add Mesh, da haben wir einmal Landscape, wenn man also Landschaften hinzufügen will, das kann markiert werden. Bold Factory, das ist eine ganz tolle Sache, da werden Schrauben und Muttern generiert, aber richtig gut. Und hier haben wir extra Objects, die packen wir auch noch hinzu. Das war es aber noch nicht alles, weil bei den reinen Objekten, da finden wir auch noch wichtige Sachen. Und zwar, jetzt muss ich mal eben schauen. Ja, doch, jetzt habe ich hier schon die Gears mit drin. Okay, die sind schon mit drin. Das wollte ich nur kurz gucken. Gehen wir wieder auf die User Preference. Und dann sage ich einfach Save User Preferences und dann habe ich diese Sachen hinzugefügt. Kann das Fenster nun schließen. Und wenn ich jetzt etwas hier hinzufüge, ich nehme mal den Quader hier ruhig raus. Dann habe ich hier bei den Meshes eine wesentlich größere Anzahl von auswählbaren Optionen. Und dann fangen wir, weil es so schön ist, einfach mal mit den Bolts an. Bolts sind Bolzen. Damit ist also alles gemeint, was Schrauben, Muttern und so weiter sind. Und wir haben einen Bolt hinzugefügt. Und den sehen wir hier unten. Den verschiebe ich jetzt mal hier in die Mitte. Dann schauen wir uns an. Okay. Dann gehen wir auf die Viereransicht. Und da sehen wir diese Schraube. Die hat auch ein richtiges Gewinde. Und oben eben so ein Sechskant, damit man das mit dem Schraubenschlüssel halt bewegen kann. So, jetzt haben wir die, machen wir dasselbe nochmal. Object Snap Cursor to Selected und Mesh und wir wollten ein Bolt machen. Da haben wir den Bolt und hier haben wir nun die Parameter für diesen Bolzen. Und das ist eine Menge. Also, was ist das denn? Ein Bolt oder eine Nut? Die Nut ist die Mutter. Okay. Dann, wir wollen einen Bolt machen. Wie groß ist der? Das ist ein M8. Das wird dann entsprechend größer. Dann können wir hier wieder ein bisschen runtergehen. So, hat die einen weiteren Anschluss für zum Beispiel einen Schraubenzieher? Phillips, das ist ein Kreuzschlitz oder ein Allen, das ist so ein Imbus-Schlüsseleinsatz. Und was ich hier nicht sehe, sind halt die normalen Schlitze für Schlitzschraubenzieher. Die scheinen sehr unüblich zu sein oder man muss ja halt ganz einfach selber reinmachen. Aber wir sagen hier, okay, dieser Imbus-Schlüsseleinsatz hier, der ist eigentlich ganz in Ordnung. So, wie tief soll diese Bit-Tiefe da gehen? Und wir können hier noch ganz, ganz viele weitere Parameter machen.
Der Kopf selbst, das kann auch eine Senkkopfschraube werden oder einfach so eine Flatterschraube. Oder würde normal auch ein Philips, also hier ein Kreuzschlitz reingehören. Aber dann gibt es noch den Dome und eben das vorhin gesehene Hex. Okay, und dann kann man hier feststellen, festlegen, wie lang die Schraube ist, wie viel davon wirklich Gewinde ist, wie viel hier oben freigelassen wird. Das ist der Schaftlänge hier. Da können wir jetzt sagen, okay, die Schaftlänge, die ist 2. Und dann können wir hier noch das Gewinde ganz genau definieren. Und so kann man sich halt Schrauben machen, wenn man Maschinen simulieren will, Maschinen darstellen will, dann ist das mit so Schrauben eigentlich eine ganz tolle Sache. Jetzt sind hier nicht nur Schrauben drin, sondern, wie wir vorhin, habe ich ja vorhin nachgeschaut, auch Gears. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Gears, das sind Zahnräder. Einmal haben wir hier ein Gear, also das entsprechende Zahnrad, und Worm, das ist so ein Schneckentrieb. Okay, fangen wir mit dem Gear an. Da haben wir unser Zahnrad. Und das hat jetzt hier die Parameter. Das hat also 12 Zähne. Und dann können wir das machen. Okay, wir wollen aber ein 15 Zähne Zahnrad haben. Oder 20. Und dann werden die Zähne entsprechend kleiner. Will man nun Zahnräder konstruieren, die auch wirklich zueinander passen, dann muss man da ein bisschen aufpassen. Also wir haben hier jetzt ein 10 Zähne Zahnrad und ich mache jetzt noch ein solches Rad daneben und da nehmen wir wieder Mesh Gears so, jetzt Shift A Mesh ein Gear, da haben wir das zweite Zahnrad. Und da können wir jetzt wieder... Nee, das machen wir mal anders. Gear. So, hier haben wir die Parameter. Und jetzt möchten wir hier das Zahnrad, das soll größer werden. Das hat 20 Zähne. Aber das muss dann auch den doppelten Radius haben. Und dann passt das auch einwandfrei mit diesem Zahnrad hier zusammen. Wenn wir uns das in der Aufsicht angucken, dann können wir die jetzt entsprechend verschieben. Und da muss man schauen. So ungefähr werden die Zahnräder laufen. Und dann kann man damit Getriebe designen. Okay, was haben wir hier noch? Wir haben bei den Meshes noch einige weitere mathematische Funktionen mit hinzugesetzt bekommen und auch einige weitere Objekte, die man bisher so nicht drin hatte. Eine Stufenpyramide und so weiter. Und so kann man sich Zeug Kiste für Blender sehr, sehr einfach erweitern und man kann es auch, wenn man will, wieder ausschalten, wenn man diese Sachen nicht mehr benötigt. Okay, das soll es auch schon gewesen sein. Dann wünsche ich viel Spaß beim weiteren Blendern und dann weiter sehen und hören wir uns wieder beim nächsten Tutorial.